Einen wunderschönen guten Morgen. Wie sitzt denn der Kragen, ey? Aus Berlin. Es ist Mittwoch, heute ist der 6.7.2022. Es ist 8.26 Uhr. Ich bin heute mal ein bisschen später wach geworden. Erst so kurz nach 7, 7.15 Uhr oder so. Ehe ich aus dem Bett war, war es 7.40 Uhr. Ja, dann war ich im Bad und habe jetzt meinen Zitronenwasser gemacht und den Tee rübergestellt und schon mal ein bisschen im Arbeitsrechner rumgetippelt. Und ja, um 9 Uhr ist der erste Schulterblick. Wir haben ja einen neuen Kollegen im Team und dem erklären wir so ein bisschen, was wir machen. Und da gehen wir durch alle verschiedenen Arbeitsbereiche nach und nach. Und heute ist die Kontrollstellenplanung, also das erste Stück in der Prozesskette, was ich ja auch mit verantworte, wird dann heute erklärt. Ja, gestern haben wir ein bisschen Deathloop gespielt, 2 Stunden, knapp 2 Stunden, 1,50 oder so. Und wir haben für einen Tageszeitraum, für den Morgen, haben wir diese ganzen 1 Stunde 50 gebraucht. Ich bin einen Monat schon raus aus dem Spiel. Ich habe das Spiel schon einen Monat nicht mehr gespielt. Hier stehen schon wieder Haare, sonst wohin. Und man merkt so, ja, was war denn jetzt eigentlich nochmal die Geschichte hinter dem Ganzen? Dann wurden wieder Fragen gestellt. Frau Mumpitz hat wieder gefragt, was ist denn unsere Aufgabe heute? Und ich so, was denn für eine Aufgabe? Ey, das macht mich irre, dieses eine Haar hier. Seht ihr das? Wir kriegen das gegriffen. Gar nicht. Da. Nein. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Deathloop. Wir haben Deathloop gespielt. Ich bin halt, wie gesagt, so ein bisschen raus. Klar, ein paar Sachen erinnert man sich noch dran, aber nicht an alles. Und ich bin mal gespannt, ob ich da so ein bisschen wieder reinkomme. Ob wir das wieder häufiger streamen und spielen werden. Das spiele ich ja in der Tat nur on-stream. Und ich muss mir vielleicht mal die ganzen Hinweise und Notizen nochmal durchlesen. Ja. Wie gesagt, einen Tagesabschnitt haben wir gestern geschafft. Das war ganz witzig. Es hat aber ganz schön geruckelt. Da muss ich dann auch nochmal gucken, was ist denn da jetzt wieder das Problem? Habe ich in Output bei Stream irgendwie, habe ich da irgendwie Performance oder habe ich da hier doch lieber Qualität genommen? Ich weiß es nicht. Was steht denn hier? Streaming, Performance. Müsste eigentlich passen. Dann liegt es am Spiel. Also dann ist da irgendwo zu viel Input für meinen Prozessor dabei. Naja, beim nächsten Mal läuft es runter, vielleicht. Heute ist erstmal kein Stream und morgen mein Bildschirm. Was ist mit meinem Bildschirm? Der ist schmutzig. Und morgen muss man gerade meinen Arm benutzen, um da... Ah, jetzt geht's da. Morgen gibt es dann wieder einen Stream. Heute, wie gesagt, mache ich Pause und morgen ist dann Traveler's Rest wieder dran. Da habe ich schon ein bisschen gespoilert, dass ich ein bisschen mehr Geld habe und einen Zauberbesen, der jetzt den Boden putzt für mich. Und ja, das schauen wir uns dann morgen an. Heute werde ich ein bisschen was arbeiten und nach der Arbeit offstream wahrscheinlich ein bisschen was zocken. Mal gucken. Gut, das ist es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, ein schönes Bergfest, wie auch immer ihr den Mittwoch bezeichnet für euch. Kommt gut durch den Tag, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und dann bis morgen beim nächsten täglichen Vlog. Hoffentlich ohne abstehende Haare. Bis dann. Tschüss.